Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe heute schon wieder gar keine Ahnung, was ich machen möchte, aber ja, wir werden sehen. Zuerst wollte ich euch mal erzählen, was ich mir gekauft habe, und zwar hier diese Tinte. Und ich wollte die verwenden mit diesem schönen Füller hier, weil die ja so schön zusammenpassen. Das ist irgendwie so ein ganz teurer Parker-Füller von meinem Mann. Und wie man schon sehen kann, ja, da kommt zwar was Cooles raus, aber schreiben tut das Ding eigentlich gar nicht. Das hat mich jetzt diese Woche schon so genervt und geärgert. Ja, wie auch immer, ist halt so, ne? Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was ich da machen kann. Also der war komplett gereinigt mit sogar so einem Tintenreinigungszeugs. Ich habe extra einen neuen Konverter gekauft. Aber er schreibt immer so ein Stückchen und dann hört er wieder auf. Das nervt einfach nur. Und jetzt habe ich mir dann noch hier so einen super günstigen Füller mal damit befüllt und schreibt genauso wenig. Und das ärgert mich, weil ich echt viel Geld ausgegeben habe für diese Tinte und da steht drauf für Füller. Und es funktioniert nicht. Naja. Vielleicht gibt es ja noch unter den FüllerexpertInnen unter euch einen guten Tipp. Ja. Letzte Woche hatten wir ja die Springflower Challenge und da hatte ich noch ein bisschen was übrig, wo dann die Schmetterlinge drauf waren. Das habe ich dann einfach einen Tag später dann noch mitverwendet. Und also diese Woche war mal wieder reichlich wenig inspiriert. Hier habe ich meine Distress Inks mal ausprobiert, die ich zum Geburtstag bekommen hatte. Ja. Das ist Wasserfarbe gewesen. Und hier habe ich diese Tinte geswatcht. Die ist nämlich eigentlich wirklich toll. Das ist Ferris Wheel Press. Und die Farbe ist so grün-blau-rot changierend. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt irgendwie erkennen kann. Vielleicht so ein bisschen. Wenn ich das hier so hin und her. Nicht so wirklich, ne? Ja. Sollte es jedenfalls sein. Und da habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen von der Tinte drauf geschmiert und ein bisschen Wasser drauf gespritzt, mal um das zu sehen, wie das aussieht. Das war ja alles noch toll, aber dann hat mich der Füller genervt. Hier habe ich diese Schablone ausprobiert, die hatte ich auch bei Laulis Papeterie mitbestellt. Die hat wenigstens gut funktioniert. Ja. Genau, und da wollte ich euch noch was erzählen. Ich habe nämlich, ich lege da jetzt mal gerade kurz was drüber, muss ich es nicht blören, das hier zum Geburtstag bekommen. Ja, Stempel. Und dann habe ich immer gedacht, das ist ja voll blöd, wenn ich hier meinen Stempel drauf mache, dann habe ich ja immer da vorne dann noch die andere Farbe. Ja, ich weiß, ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich tot, weil ihr das alle wisst, aber ich habe dann rausgefunden, das kann man wie so Kuchenstücke da so rausnehmen. Ja, und dann habe ich mit dem hier eben so auf diese Schablone drauf gedippt und das gab dann diesen Effekt. Ja, jetzt weiß ich das auch, wie das funktioniert. Einmal mit Profis arbeiten, oder? Hier habe ich dann die Schablone mit Distress Ink ausprobiert. Und da hatte ich mir neue Stempel gekauft von Action. Da die Libelle, die finde ich richtig schön. Ja, und jetzt machen wir den gestrigen Tag. Da waren wir in Straßburg einen Tag. Und waren dort essen. Und da gab es hier diese Postkarte in dem Restaurant. Fand ich ganz nett, noch mit persönlicher Nachricht hinten drauf. Von Hand geschrieben.
Fand ich sehr nett. Die würde ich jetzt ganz gerne hier in irgendeiner Form verjournalen. Aber wie, weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich jetzt noch überlegen. Also wahrscheinlich werde ich sie irgendwie... Warum gehört es denn überhaupt so rum? Da einkleben mit, weiß ich nicht, Washi oder so. Aber dann müssen wir ja auf die restliche Seite noch was machen. Weil so rum ist mir natürlich zu groß. Und außerdem ist es hintenrum so rum geschrieben und das ist ja eigentlich falsch rum. Also, jetzt kommt sie so rum rein, aber was machen wir auf die Seite? Ich könnte ja natürlich theoretisch, hier, das sind ja, ich weiß nicht, eine Zwiebel, Kürbis, Ingwer, vielleicht das einfach so ein bisschen mit Wasserfarbe versuchen, dahin zu malen. Kann ich zwar nicht so wirklich, aber wir könnten es ja mal ausprobieren. Also wieder mal gemeinsames Scheitern oder so. Sowas in der Richtung. Ich suche mal meine Wasserproben. Wie sind sie denn? Verschwunden. Oder wo habe ich denn jetzt nicht mehr Wasser? Auf jeden Fall müssen wir mal das hier drunter legen. Ja. Weil sonst da hier den ganzen Schreibtisch versaut. Jetzt suchen wir. Eigentlich habe ich dann immer an der gleichen Stelle, aber irgendwie finde ich sie gerade nicht. Ich glaube fast, dass die hinten runtergefallen ist. Oh, nee. Oh, Entschuldigung, bitte. Ich habe sie gefunden. Ja, mit ein bisschen Staub und Dreck auch noch dazu. Hm, läuft bei mir. Okay, also, dann brauchen wir ein Wasser. Und einen Pinsel. Vielleicht den hier. Und noch einen dünneren würde ich, glaube ich, noch nehmen. Soll ich mal gerade hier gucken. Meinen Pinsel. Vielleicht noch so was Dünnes. Damit könnten wir vielleicht noch ein Stückchen weit kommen. Was haben wir gegessen dort? Wir haben dort gegessen. Das könnte ich ja theoretisch auch versuchen zu malen. Brokkoli. Brokkoli könnte ich doch mal probieren. Brokkoli malen. Wir versuchen jetzt Brokkoli zu malen. Ich nehme mal ein Brokkoli-Grün. Ich weiß nicht, wie sieht Brokkoli denn aus? So? Ich meine, das ist jetzt natürlich hier auch nicht so wirklich das ideale Wasserfarbenpapier. Also der Brokkoli, der war so mit Knoblauch und Anchovies. Das war wirklich ziemlich lecker. So, der Brokkoli. Dann eine Zwiebel können wir auf jeden Fall auch machen, weil Zwiebel gab es nämlich sicherlich auch. Aber was hat Zwiebel denn für eine Farbe? Ist Zwiebel vielleicht so beige? Eigentlich nicht, ne? Hm.
Ja, vielleicht, wenn sie noch nicht geschnitten ist. Dann machen wir einmal so. Die nicht geschnittene Zwiebel und dann daneben vielleicht so die geschnittene. Und da mache ich dann nachher vielleicht solche Ringel noch rein. Oh Gott, das wird ja ganz schrecklich, was ich hier mal. Oh. Ich weiß ja auch nicht. Nochmal eine Zwiebel im Hintergrund. Und machen wir auf der anderen Seite noch einen Kürbis. Das gab es zwar nicht, aber ist jetzt mal egal. Ich glaube, Kürbis kann ich wenigstens vielleicht malen. Das traue ich mir jetzt zumindest mal zu. Und da müsste man dann natürlich nachher nochmal mit einem Feinliner oder so drüber. Und da ich ja jetzt hier irgendwie die Seite voll kriegen muss, mache ich jetzt da einfach noch ein bisschen Bisschen Folie Farbe drauf. Da haben wir wenigstens einen Hintergrund. Das hat man auch schon länger nicht mehr, oder? Jetzt in Brokkoli-Kürbisfarben. Okay, läuft bei mir. Und eigentlich muss das jetzt erstmal trocknen, bevor wir weitermachen können. Habe ich jetzt aber gar nicht Luft dazu, das hier noch lange trocknen zu lassen. Aber wir könnten jetzt mal ein Stück Papier nehmen und dann zeige ich euch das mal mit dem Füller. Wahrscheinlich jetzt mit Vorführeffekt läuft er jetzt. Ihr seht, da tut sich gar nichts. Ne? So. Beim Schütteln und Machen und dann habe ich hinten an der Patrone gedreht, solange bis da vorne dann so ein Blob rauskam. Das hat aber auch nichts geholfen. Das Einzige, was jetzt bisher geholfen hat, war einmal kurz ins Wasser ditschen und dann schreibt er mal eine Weile. Das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Und jetzt, ihr seht, es lässt schon wieder nach. Ja? Und der andere Füller schreibt, glaube ich, gar nicht. Na doch, jetzt fängt er langsam an. Aber auch jetzt nicht so wirklich. Aber eigentlich schon fast besser, muss ich sagen, als der Parker. Und ich hatte nämlich schon mal den Füller hier befüllt mit Tinte von hier, dieser Tinte da. Sketch Ink. Und da habe ich dann gedacht, vielleicht, dass er nicht so gut gelaufen ist, weil die Tinte wasserfest ist. Und ich dachte, die verklebt vielleicht irgendwie oder so. Aber ihr seht, es frustriert mich. Es frustriert mich einfach, weil die echt zu teuer war.
ich finde das so schön mit diesem Schimmereffekt, dass das dann so, ja, rot, blau, grün schimmert. Aber ja, so ist es. So, jetzt wollten wir das hier irgendwie dann da einkleben. Das mache ich aber, glaube ich, erst später. Gucken wir aber vielleicht mal, was von Washi-Tape wir dafür nehmen könnten. Entschuldigung, Hintergrund fällt. Da hätten wir hier die gelben, orange oder grün. Was wäre da wohl am passendsten? Vielleicht das hier wäre ganz gut, aber ich glaube, das ist zu wenig und klebt auch, glaube ich, nicht mehr so gut. Das hier. Oder wir machen es einfach das da. Ich nehme mir das. Das lasse ich mal da. Die anderen räumen wir wieder weg. Und jetzt müssen wir noch irgendwie hier ein Datum drauf, ne? Schreiben würde ich dann mit meiner tollen neuen Tinte. Haha. Falls die dann mal funktioniert. Irgendwann in diesem Leben. Kurz über euch fassen. So, und das war der 11. Da hätten wir jetzt das oder das. Das könnte man dann ja hier mit dem. Das ist ja auch nett. Mit dem Hund. Gebe ich mal auf, das kann ich ja auch vielleicht jetzt für den heutigen Tag verwenden. Das finde ich jetzt ganz goldig. So genau müssen wir da ja jetzt nicht sein. Ich glaube, das mache ich einfach so ganz schlicht. Und da wir ja da jetzt an dem Tag in Straßburg waren, gibt es da ja tatsächlich auch mal ein bisschen was zu schreiben. Was ich dann hier machen kann, weil ich ein bisschen Platz habe. Ah, ja, super. Oh, heute läuft es aber auch wieder gar nicht. Und hier, das gibt jetzt so Wellen und dann läuft da die ganze Farbe darunter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon merkt, aber ich bin heute sowieso schon den ganzen Tag total genervt. Von nix. Einfach nur so. Wahrscheinlich der Mond oder die Hormone oder was auch immer. In unserem Alter sind es immer die Hormone im Zweifelsfall. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch. Achso, was ich auch zum Geburtstag bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sieht ja aus wie ein Lamy-Füller. Ist aber. Bleistiftspitze. Lustig, oder? Die kann man da oben so reinschrauben. Da dachte ich mir jetzt, ich könnte ja vielleicht mal versuchen, hier meine Zwiebelringe mit dem Bleistift da reinzumachen. Oh ja, das funktioniert. So, da ist nämlich die Zwiebel jetzt eine Zwiebel. Und der Kürbis, der kriegt auch noch so ein bisschen so Rillen. Weil mit Feinliner brauche ich jetzt ja noch nicht probieren, wenn das hier noch nicht trocken ist. So, der Brokkoli, der kriegt nichts. Ja. Das sind meine Neuigkeiten. Aber das sieht schon wieder ganz gut aus, finde ich. Wenn wir das jetzt mal weglassen. Wenn wir dann hier diese Postkarte noch dazu machen. Ja, ist doch okay. Kann ich jetzt mit leben. Jetzt mache ich das mal hier.
ist auch schon ein sehr, sehr altes Washi. Da kann das gut sein, dass das auch nicht mehr so gut klebt oder auch nicht mehr so gut abgeht. Wir hatten eigentlich in Straßburg in einem anderen Restaurant reserviert gehabt. Dann hat sich aber 2 Tage vorher der Koch einen Teil des Fingers abgeschnitten und musste dann absagen und muss jetzt auch das Restaurant sogar für 3 Wochen schließen. Also es scheint wohl nicht nur ein kleiner Schnitt gewesen zu sein. Und dann mussten wir ganz schnell innerhalb von 2 Tagen einen Ersatz finden. Aber der war jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Also falls jemand mal nach Straßburg kommt, das Restaurant heißt Markus, also Markus mit C geschrieben. War sehr nett. Gab so Kleinigkeiten. Also so. Ja. Wir haben dann einfach einmal alles bestellt und haben es dann geteilt. War wirklich nicht schlecht. War jetzt nicht unbedingt das, was wir ursprünglich geplant hatten, aber war eine gute Alternative. So, und damit verlasse ich euch jetzt und ich bedanke mich, dass ihr mich hier begleitet habt, obwohl ich heute so pissig bin. Beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder anders. Ob besser. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao.